Sagen aus dem Schwarzwald. Folge 41. Frau von Bosenstein. Es gibt eine Sage von der Frau Bosenstein, und sie lautet so. Zu der stolzen und hartherzigen Gattin Frau Bosenstein sei einst eine Bettlerin mit 7 Kindern gekommen. Aber Frau Bosenstein wies die Frau wegen ihrer vielen Kinder höhnisch ab. Da habe die Bettelfrau die Verwünschung ausgestoßen, dass die Edeldame mit der gleichen Zahl von Kindern auf einmal niederkommen möge. Diese Verwünschung erfüllte sich, und die Rittersfrau wurde an einem Tage von 7 Kindern entbunden. Um dies zu verbergen, sollte eine Magd 6 dieser Kinder im benachbarten Weiher ertränken. Der Ritter, der Gatte der Frau Bosenstein, der von einem Feldzuge heimkehrte, begegnete der Dienerin zufällig auf dem Wege zum Teiche, sah, dass sie etwas in einem Sacke trug und fragte nach seinem Inhalt. »Eine Brut Hündlein, die ich ertränken soll«, lautete die Antwort. Verdacht schöpfend, gebot er ihr, den Sack aufzubinden, sah die neugeborenen Kinder darin und vernahm mit Entsetzen das Geständnis der beabsichtigten Missetat. Er gab hierauf treuen Leuten die Kinder zum Erziehen und veranstaltete nach 7 Jahren ein Festmahl auf seiner Burg. Da wurde gespielt, gescherzt und mancherlei erzählt. Unter anderem fragte der Ritter, welche Strafe wohl eine Frau gebühre, welche ihre Kinder aus der Welt geschafft habe. Rasch erwiderte die Schuldbewusste, eine solche Rabenmutter verdient bei einem Laib Brot und einem Krug Wasser lebendig eingemauert zu werden. Somit hat sie sich selbst ihr Urteil gesprochen. Die totgeglaubten 6 Knaben wurden hereingerufen, die Strafe gerecht gefunden und die Edelfrau lebendig eingemauert. Soweit die Sage. Noch zeigt man im hintersten Gottschlägetale hinter dem Wasserfalle in der Felswand eine Nische, welche die Leute das Edelfrauenloch nennen. Auch der Dickenteich, worin die Kinder ertränkt werden sollten, den gibt es noch.